Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Heute wollen wir uns eine spezielle Verschaltung der Gleichstrommaschine anschauen, nämlich die Verschaltung und den Betrieb als sogenannten Nebenschlussgenerator. Nebenschlussgenerator, das Prinzip der Selbsterregung ist es. Ja, das ist jetzt nichts Unanständiges, sondern es geht um die magnetische Erregung der Maschine. Das hat der Werner von Siemens entdeckt. Und der hat das ja ganz gut genutzt. Siemens gibt es nach wie vor als große Firma. Das war 1866. Okay, nur zur zeitlichen Einordnung. Ja, wie ist das da so gemacht? Nun, so. Ja, das ist unsere Ausgangssituation. Da haben wir einen Anker. Da haben wir die Erregerwicklung. Okay, also die Erregerwicklung, die hat ja da eine gewisse Induktivität, LE, einen gewissen Erregerwicklung, RE. Der Anker da, der hat ja da drin ebenfalls einen Widerstand, einen RA. Ja. Da gibt es die Bürsten, haben wir da natürlich, ja. Da gibt es die Bürstenspannung. Da drin haben wir eine innere Spannung, ja, die da entsteht, passt. Wie verschalten wir das jetzt? Verschalten wird das so, dass wir sagen, okay, die eine Seite hänge da nach oben. Das ist die Klemme A1, die Klemme A2. Okay. Dann, das ist die Klemme E1, E2, die Erregerwicklung. Haben wir ja gesagt, ja, Nebenschluss. Und was heißt Nebenschluss jetzt? Die untere Seiten, die hängen natürlich noch auf die andere Seiten von dem, das da oben sind die Leitungen, wo ich hin will. Okay? Da dazwischen habe ich die Spannung U einfach. Ja, da dazwischen, da U. Das heißt, da ist er ebenfalls U. Das ist die Spannung U, die Gleichstrommaschine so, die an der Gleichstrommaschine liegt. So, was heißt jetzt Nebenschluss? Nebenschluss heißt, dass ich diese Erregerwicklung da einfach back, da beinhart, nebenbei dazu hänge. Okay? Ich hänge das nebenbei dazu. Das heißt, da ist der Ankerstrom IA, da ist der Erregerstrom IE. Ja? Da nach draußen gibt der Strom I, der ist ja nach der Knotenregel IA minus IE. Ja, so schaut das aus. Und da innen haben wir eben die innere Spannung UI. Ja. Da haben wir natürlich die Spannung RA mal IA. Schauen wir so, IA mal RA. Ja, passt. Da rüben haben wir die Spannung IE mal RE. Wenn das alles keine Gleichstromgrößen sind, dann haben wir ja keine Stromänderung und somit ist das LE vollkommen egal. Ja, so kann man sich das vorstellen. Und dann hätten wir natürlich die Bürstenspannungen da auf, da jeweils UB halbe. Okay. Was passiert da? Okay, zeichnen wir das auf. Wir laufen jetzt weg. Ja? Wir treiben das an, diesen Generator, dreimal. Was bekommen wir für eine Spannung, wenn wir eine gewisse Drehzahl haben? Nun, nicht null, weil es gibt ja hier einen Remanenzfluss, das heißt, ein bisschen Fluss ist ja da. Ja? Das heißt, wir erzeugen hier eine Remanenzspannung. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Und dann geht das. Das heißt, weil ich hier praktisch den Erregerstrom habe, IE,
Das haben wir schon mal aufgezeichnet. Ja? E. Ja? Und hier haben wir praktisch die Spannung U. Ja? Die Ankerspannung UA, die gleich der Spannung U ist. Ja? Dann geht das ja zuerst nach oben. Da haben wir gesagt, da bildet sie so, dann sehe ich praktisch die Magnetisierungskurve des Materials. Okay? Am Anfang kann ich das gut magnetisieren, wenn da ein bisschen ein Jeno rinnt, steigt das UA ziemlich stark an, weil das Erregerfeld einfach immer größer wird. Da hört es auf. Und dann kommt das schon langsam in die Sättigung und dann wird es flach. Passt. Ja? So, und so würde, so, das ist eben IE. Ja? Und gleichzeitig habe ich ja hier ebenfalls diese Spannung IE mal RE, ja? Und das rennt natürlich da bei 0 weg, ja? Und geht linear irgendwo auf. Das ist IE mal RE, der Erregerwicklung. Und hier, wo sich diese Kurven schneiden, ja? Dort, wo geschnitten wird, da ist der statische Punkt. Ja? Da habe ich praktisch dann einen Erregerstrom. Und eine Leerlaufspannung. Da trat die Maschine automatisch hin. Okay? Da habe ich mein U0 und da habe ich mein IE0. Einfach aufgrund der Steigung. Aufgrund der Steigung dieser Widerstandsgeraden habe ich halt irgendwo erzeuge genau gerade genug viel Spannung, dass halt da der Erregerstrom durchrennt und es bildet sich hier im Betriebspunkt, passt. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich die Maschine belaste? Ja. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel jetzt, wenn ich einfach einen Strom rausziehe. Also, weil ich sage, okay, das ist U zu 0, da ist 1 zum Beispiel, ja, und das da ist der Ankerstrom dividiert durch den Ankernennstrom. Ja, dann habe ich da irgendwo 1, dann habe ich da irgendwo 0,5, dann habe ich da irgendwo 1,5. Was passiert dann? Probier das hier einzuzeichnen. Also wenn praktisch der Strom da nach außen wegrinnt, der Hälfte in etwa, ja. Also wenn man praktisch nicht, wenn man da nicht nur den Strom erzeugen müssen, sondern wenn praktisch der Ankerstrom hier mehr belastet wird. Wie schaut das aus? Nun, am Anfang rennen wir natürlich bei U0 weg, ja? Und dann wird das immer weniger und immer weniger, ja? So in etwa. Und hier kommen wir irgendwo bei 1,5, so schaut das in etwa aus. Bei 1,5, da irgendwo ist die Spannung dann so klein geworden, dass praktisch das Erregerfeld zusammenbricht. Und dann wächst der Ankerstrom nicht mehr, sondern geht zurück. Gell? Dann geht's wup, dann geht's back und dann kommen wir da unten irgendwo bei knapp unter 0,5 oder so, kommen wir dann zum Stehen. So schaut das aus. Wenn ich das mit Strom belaste, qualitativ, ja. Ja, also es geht hier nach unten praktisch, da haben wir 0, Ankerstrom 0, da habe ich den Nennstrom, da ganzen Nennstrom und so weiter, ja, und wenn wir das 1,5-fache des Nennstroms überschreiten, na dann geht es zusammen. Okay. Nebenschlussgenerator. Drehzahländerung, wie bringe ich die, oder Spannungsänderung,
Drehzahl wird ja von außen vorgegeben. Kann ich die Spannung irgendwie ändern? Nun, das kann ich schon, ja, indem ich da nämlich heroben in den Erregerkreis einen Widerstand einbaue, ja, einen Widerstand einbaue, und dann kann ich praktisch, wenn das RE zum Beispiel größer wird, es kann nur größer werden, wenn ich einen zusätzlichen Widerstand einbaue, dann wird das steiler, ja, dann kann ich da praktisch so eine andere Kennlinie fahren mit einem zusätzlichen Widerstand, back, und habe da eine andere Spannung. Okay? Also das da, zusätzlicher Widerstand im Ankerkreis. Die Spannung ist einstellbar. Das ist nicht super. Ich brauche gar nichts. Ich hab die Nebenschlussmaschine, den Nebenschlussgenerator, da treibe ich an und jetzt kommt eine Spannung raus. Ich meine, das ist leibend, ne? Das ist halt, wird halt, oder früher ist es sehr oft eingesetzt worden bei der Bordstromversorgung, ja, bei Booten wird das nach wie vor gemacht, ein Kfz sind es mittlerweile Asynchronmaschinen, aber es ist ja super, ne? Man, da reise ich irgendwo einen Motor an und das lädt schon die Batterie. Genial. Nebenschlussgenerator. Ne? Das nächste Mal sprechen wir über einen Reinschlussgenerator. Was der macht, was eine Reinschlussmaschine überhaupt ist, das werden wir das nächste Mal sehen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.